So, jetzt sind wir wieder im nächsten Part. Und das sage ich vor jedem Part. Ich weiß, das wird lame. Boah. Der Zahn der Zeit scheint spurlos an diesem Meisterwerk der Schmiedekunst vorbeigezogen zu sein. Das heißt, das Ding ist wahrscheinlich schon etwas älter. Und wir haben jetzt irgendwie das Schild bekommen. Ohne riesige Ausrüstung geht das nicht. What the fuck? What the? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Hure? Aber im Nahkampf sind sie schlecht, das wusste ich schon immer. Was hat er getroppt? Hat er die Base getroppt? Alter, 10-mal Witz erzählen. Ich will eigentlich nur Levitation. Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Schade. Es macht Hiebwaffen Schaden. Also haben wir das nächste Teil der Rüstung. Jetzt brauchen wir nur das aus Don seinem Tempel. Das heißt, wir müssen einmal die 7 machen. Geht ja voran. Zwei Gräber haben wir jetzt schon. Aber ich verstehe nicht, warum ich das Schild noch nicht anziehen kann. Es ist ja wahrscheinlich extra so, damit es nicht zu einfach wird, die Gräber auszunehmen. Wir haben jetzt schon ein gutes Schwert. Ein wirklich ziemlich gutes Schwert. Und wir haben schon wieder... Alter. Ich lerne jetzt, glaube ich, die Alchemie. Was soll ich sonst lernen? Armbrust oder was? Nee, nee, die Alchemie ist besser. Das ist er doch. Ich. Weißt du, was ich in den Unter... Ach, braucht man nicht. Ich. Hier. Ah! Hat der Levitation? Der hat 11-mal Levitation. Nice. Was eine geile Bitch ist der denn? Dazu, das ist, ja. Schön, 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 schön. Wir können alles Alchemie haben. Gerade mal so die Alchemie gelernt, ne? Jo. Kann man so sagen. Sagen wir erstmal 5. So, danke. Nice, jetzt müssen wir nur mal irgendwas herstellen. So, wie geht das jetzt? So, den können wir jetzt irgendwie brauen. Ich würde aber gerne einen Stärketrank haben. Aber die könnte ich jetzt eigentlich mal alle reinpfeifen. Runterspülen, los. So, die machst du auch noch schnell. Dann sind wir quitt. Die Alchemie habe ich ja wirklich früh gelernt, muss man sagen. Das sieht gut aus. So, aber haben wir noch ein paar Rezepturen? Nein. Wir brauchen ein paar Rezepte. Hat der zufällig ein paar? Das habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. Zeig mir deine Ware. Nein, er hat keine. So. Das heißt, wir machen jetzt mal F8 und dann gehen wir nochmal in die Harfenstadt. Weil der müsste ein paar Rezepte haben.
Also da bin ich mir richtig sicher eigentlich. Ab und zu mal ein Schlückchen trinken. So. Da unten war er ja. Also wir sind jetzt echt krass drauf, würde ich sagen. Haben halt keine Lernpunkte mehr, aber sind ja in Alchemie jetzt ganz oben. Walter. Walter. Wolltest du was? Ja, ich wollte eigentlich klauen, aber... Schatztruhe. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist hier. Ach komm. Ich weiß nicht. Ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts und ansprechen. Ich brauche Tränke. Oh, Alter, ist der ätzend. Das brauche ich. Alter, 400. Willst du mich eigentlich flachsen? Boah. Ich. Den brauche ich. Wird halt ein bisschen teuer wieder. Da kann man doch bestimmt was verkaufen. Das. Irgendwas muss es doch noch geben. Ich werde eh nie Magier werden können. Brauche ich alles nicht. Rune. Runen kann ich eh nicht verwenden. So, dann hole ich nochmal die paar Flächen. Ach, für was? Mehr Rezepte hatte der leider nicht. Pilze. Hat er noch Sachen? Also Pilze ab jetzt immer mitnehmen. Jetzt gucke ich, was der noch so anzubieten hat. Zeig mal. Ui. Der ist jetzt auch nicht das super Zeug noch. Okay, dann mal die Nummer 7 und wieder zum einen Tempel. So. Gleich mal speichern. Gut, aber sonst verkauft ihr leider keiner mehr Rezepte, vermute ich. Wenigstens können wir jetzt Alchemie, wir sind doch gut. Zeig mir das. Der geht jetzt ernsthaft nichts mehr. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Nichts. Das ist doch gut. Da könnte ich eigentlich locker reinspazieren, alle töten hier im Lager. Ich hätte die Chance, aber ich mach's nicht. Ich bin ja lieb. Wenn ich das jetzt geschafft habe, brauche ich erstmal eine Shisha. Darf man ja wohl. Jung. Hier war ich anscheinend noch nicht fertig. Warum war ich hier noch nicht fertig? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Alles mitnehmen an Kräutern. Da stand ein Schwert. Auch gut. Okay, was gab es jetzt hier drin zu tun? Pilz!
Steinplatte. Beere. 5 Stück schon wieder. Die sind auf jeden Fall weise, würde ich sagen. Interessant. Boah, fast so viel Weisheit wie Stärke. Aber was gab es hier zu tun? Ich glaube, wir hätten oben das Ding da mitnehmen sollen. Ach, du Scheiße. Ich weiß, glaube ich, was wir falsch gemacht haben. Oder? Dieser Stein sieht brüchig aus. Kann sein, dass wir die aus dem alten Tempel brauchen. Dann muss ich die nochmal holen gehen. Aber vielleicht doch nicht. Ich gucke erstmal. Das würde euch jetzt nerven, das weiß ich. Und mich selbst. Kann ich die anderen noch öffnen? Nee. Jo. Dieser Stein sieht brüchig aus. Und ist er es? Ha! 4. Hat's. 4. Hat's. 4. So. Das Unnötigste, was es hier überhaupt auf diesem Planeten noch gibt. Okay, da ist ein Schalter. Ich weiß ja nie, ob das eine Falle ist, also von daher. Ah, schön. Ooh, yeah. Ah, es war also ein Rätsel. Ich wollte schon wieder was verschwenden, Levitation. Das wäre echt schade. Ah, schön. So. Einfach hier auf dem Minenfeld sozusagen stehen bleiben, aber wir haben was gedroppt bekommen. Eine Magierbürste. So. Also eine haben wir jetzt schon von 2. Das ist doch schon mal nicht schlecht, also wenn das mal nicht schlecht ist. Ach du Scheiße, dahinter lauert was, das Ogerkeule. Ja komm, das ist jetzt eh nicht so stark, das Ding. Wenn das jetzt geht, ist das natürlich genial. Nee, war ja klar. So, aber ein bisschen was haben wir hier noch zu erledigen. Dachte ich zumindest. Alter, was geht denn jetzt ab? Alter! Alter! Shit. Vielleicht nochmal den den Dings da, den ihr wisst schon, betätigen. Okay. Ich nehme jetzt immer schon die Kräuter mit, seit ich Alchemie kann. So. Aber vielleicht hat sich hier jetzt was geöffnet.
was ich sehr begrüßen würde. Nee, irgendwie ja nicht. Okay. Das Rätsel ist wirklich nicht so einfach. Also da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Aber wir können uns jetzt gleich einen Trank der maximalen Lebensenergie brauen. Das ist doch schon mal geil. Das ist doch genial. So, ich probiere jetzt einfach mal was. Wäre ja schade, wenn wir keine brauchen würden, aber wir können sie ja kaufen gehen. So, was haben wir denn? Wie viel Gold haben wir? 2000 wieder. Oh, die Unnötigen sind wieder am Start. Mr. und Mrs. Ach, ich weiß nicht, ob ihr... Ihr seid neutrum. Und hässlich. Außerdem hatte ich vergessen zu erwähnen. Aber das... Ich glaube, das ist wie drüben dann. Ach was. Tut er das? Oh, schieße ich mit der Titanarmbrust rein. Die muss es machen. Ui. Oh, nicht jeder kann die Deckung halten, Kumpel. Mana-Builds. Ein Schwert, ja. Dieser Stein sieht brüchig aus. Tut er das? Dann in die Titanarmbrust. Aber er nimmt lieber eine Spitzhacke. Und hier geht's nicht, lass mich raten. Oh ja, woher wusste ich das jetzt? Vielleicht ist da wieder so eine Falle. So ein Rätsel, das finde ich immer ganz cool. Ah. Und wenn wir nicht den richtigen nehmen, kommt ein Skelett raus. Jetzt habe ich aber echt Angst. Das ist eigentlich nur ein Erfahrungsbonus, das ist gut eigentlich. Das Einzige, was die Skelette tun, ist abfacken, weil sie immer so oft abblocken. Warum wusste ich jetzt, dass das der Mittlere war, der ganz vorne steht? Wie bei so einem Königssaal, wo der König ganz in der Mitte vorne sitzt. Und was ist das? Titanaxt. Ho. Schön, schön, schön. Schöne Scheiße. Das ist nur eine Titanaxt, die brauche ich. Oh, fett. Hätte ich jetzt Axtkampf, wäre ich ja mal wieder froh. Aber ich habe ja nicht auf Axtkampf geskillt, aber ich probiere das Ding einfach mal aus. Beim Skelett kann ja nicht viel passieren. Ja gut, das Ding macht schon Damage, aber wir haben halt auf Schwertkampf geskillt, ne? Damit muss man klarkommen. Ohne Ursigos Rüstung geht das nicht. Hätte ich auf Axtkampf geskillt, hätte ich klare Vorteile. Das muss ich mir für Risen 2 auf jeden Fall merken, wenn es da noch geht. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung von dem Spiel. Da war die Büste drin und zurück geht's. Jetzt können wir das Tor öffnen und sind dann wieder krass dabei. Zack. Zack. Und jetzt wird das Tor geöffnet. Das heilige Tor. Das heilige Tor der Echsen. So, und ich will gar nicht wissen, was dahinter lauert. Weißt du was? Ich mache jetzt mal was Geiles. Wir haben 5 von den Dingern, dann können wir es auch mal einsetzen, oder?
Kopf los! Kopf los! Scheiße, das ist eigentlich nicht so schlau. Gar keinen Sinn. Das ist schon sehr geil, aber irgendwie... Nee, das ist eine schlechte Idee. Das hat jetzt nicht wirklich viel gebracht, würde ich sagen. Das Aschebiest ist bei Echsenmenschen, glaube ich, gut. Bei untoten Aschebiestern bringt es wohl nicht so viel. Und bei Skeletten ist es komplett wirkungslos. Na komm. So, eins hätten wir. Hat der nicht den Hammer von Usegur? Der hat den Hammer von Usegur. So, Ruhe. Komm her, Schattenlord. Ich begehe Mord am Schattenlord. Der irgendwie kein Damage kriegt. Wie soll ich den denn jetzt umhauen? Alter, macht der Damage. So, jetzt haben wir was. Vielleicht einfach mal das hier aktivieren. Schattenlord, komm her. Der ist... Ah, wir sollen ihn aufs Feuer locken. Yes! Hammer des Titanenlords. Achskampf plus 6. Nice. Der Hammer des Titanenlords. 120, Alter. Ohne Ursigors Rüstung geht das nicht. Und wir haben das nächste Teil. Das heißt, wir können F8 drücken und raus hier. Alter, wie geil. Das Rätsel mit dem Schattenlord war schon ganz gerissen. Also wir mussten ihn aufs Feuer locken, weil er so langsam ist. Weil irgendwie haben wir dem kein Damage gemacht und so weiter. Auf jeden Fall drücke ich jetzt mal... Warte mal, jetzt gucke ich mir jetzt mal an, wo die nächsten Teile der Titanrüstung sind, weil... Irgendwie fehlt da was. Da unten war auch noch irgendwas. Ich werde es mir gleich mal ansehen. Auf jeden Fall war das hier bis jetzt das geilste Grab, auch wegen dem Schattenlord und so. Und ich drücke jetzt einfach mal die 7 und will zur Vulkanfestung zurückkehren. So, und jetzt können wir vielleicht sehen, wo dann die nächste... So. Okay, wir sind jetzt leider beim Banditenlager. Priestergrab. Und dann hole ich das bei der Vulkanfestung als letztes. So als Special, was weiß ich, irgendein Scheiß. So. Jetzt müssen wir zur Ostküste. Da haben wir doch zum Glück einen Teleportstein. Banditenlager, Hafenstadt, Nordosttempel, Ostküste. Da wollen wir hin. Ah, oh, da Mann, nee. Halleluja. Okay.
So, die behalte ich mal, die Ogerwurzel, weil daraus kann man Stärketränke machen. So, und den nächsten Tempel sehen wir dann natürlich auch in der nächsten Folge.